Wer hat noch Angst vor der NPD? In Karlsruhe zieht sich das Verfahren zum Verbot der NPD in die Länge. Seltsamkeiten häufen sich und derweil stirbt die Partei einen stillen Tod. Das schreibt zumindest die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Andererseits gibt es ja immer mehr Verbot und auch die Frage, muss die NPD verboten werden? Kann sie verboten werden? Wie ist es eigentlich mit Verboten, mit Versammlungsverboten und mit der Parteien- und Meinungsfreiheit? Ein Mann, der sich seit vielen Jahren mit Parteiverboten beschäftigt, auch seine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, ist der freie Autor, Jurist und Verfassungsrechtler Horst Meier. Mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Meier. Guten Tag, Herr Rose. Hat sich das Problem NPD schon erledigt? Stirbt die tatsächlich einen stillen Tod? Der Tagesjournalismus lebt auch ein bisschen von Übertreibungen. Wahr ist natürlich, die NPD ist auf dem absteigenden Ast. Wir haben es zuletzt gesehen in Sachsen, wo sie knapp gescheitert sind und nicht in den Landtag gekommen sind. Ich muss allerdings sagen, dass das NPD-Verbot sozusagen vollkommen daneben ist und politisch abwegig, das konnte man schon 2012, 2013 sehen. Aber der Bundesrat hat sich ja keines Besseren belehren lassen und Ende Dezember 2013 den Verbotsantrag gestellt. Wir wissen ja, Bundesregierung und Bundestag haben diesmal nicht mitgemacht und das hat auch gute Gründe. Sie sagten ja, wir haben 2013 miteinander gesprochen, da sagen Sie, wir müssen die NPD bis auf Weiteres aushalten. Es gehört zum Ertragen des Grundgesetzes, auch Ausländerfeinde, Antisemiten, die Meinungs-, Versammlungs- und Parteienfreiheit zuzugestehen. Sind Sie immer noch dieser Auffassung? Ja, es gibt keinen Grund, daran etwas zu ändern, weil wir alle leben von der Unverbrüchlichkeit der demokratischen Spielregeln und die gelten nun auch mal für den politischen Gegner. Mir ist natürlich klar, Leute, Gegendemonstranten, die auf die Straße gehen, es gibt keine Politik ohne politische Leidenschaften, aber mit einer kühlen Vernunft und Distanz wird man auch immer sagen, alle Rechte, die ich selbst in Anspruch nehme, werden auch dem politischen Gegner natürlich zugestanden werden müssen, solange die Sache friedlich bleibt. Nun sagen ja die Menschen, die das NPD-Verbot befürworten, ja, das geht ja in rechtsextreme Strukturen, da werden auch militante Arme sozusagen der Rechtsextremen mit gefördert und man kann die austrocknen, wenn man denen die Parteienfinanzierung verwehrt. Können Sie dieses Argument nachvollziehen? Nein, das ist kein gutes Argument, finde ich, weil alle anderen Parteien bekommen reichlich Staatsgelder und auch hier kommen wir wieder auf die Spielregeln. Die Gleichheit der Parteien gebietet natürlich dem Staat, wenn er sie finanziert, sie nach gleichen Regeln zu finanzieren. Ich finde, das ist auch ein Randargument und trifft überhaupt nicht den Kern, weil die Frage muss doch lauten, welchen legalen Spielraum hat politische Opposition in Deutschland? Ja, und ich empfehle den Leuten immer, das KPD-Urteil, das KPD-Verbotsurteil von 1956 zu lesen. Alle, die so Freude am Parteienverbieten haben, sollten sich das mal genau anschauen und dann diskutieren wir weiter. Also da wird man merken, dass es durchaus problematisch ist, Parteien zu verbieten. Also in Amerika zum Beispiel gibt es sowas überhaupt nicht, in England. Alte Demokratien. Das Parteiverbot ist eine Reaktion auf die Nazi-Zeit, die Machtergreifung der Nazis und es ist eine Lehre aus dem Scheitern der Weimarer Republik, aber welche Lehre da nun genau gezogen werden muss, das ist durchaus umstritten. Sie meinen also, das könnte auch irgendwann mal die Linkspartei treffen? Mein politisches Bewusstsein reicht bis in die 70er Jahre zurück und ich weiß sehr wohl, dass die Innenministerkonferenz, auf deren politisches Urteil und deren Urteilskraft ich nicht viel gebe, hat bereits das Verbot der Republikaner, also vom rechten Rand her, diskutiert. Die Innenministerkonferenz hat das Verbot der PDS diskutiert. Also die haben eigentlich nichts ausgelassen, was sich rechts und links am deutschen Parteienspektrum tat. Das Hauptproblem ist, wie weit darf Opposition gehen? Und ich meine, friedliche Opposition darf tun, was sie politisch tun will. Da kann man nicht sagen, ihr vergeht euch sozusagen inhaltlich, propagandistisch und von der Gesinnung her gegen unsere Demokratie. Weil das würde ja bedeuten, dass Antidemokraten an der Demokratie nicht teilnehmen dürfen. Das ist schlichtweg abwegig. Das heißt, man muss auch rassistische, menschenfeindliche, menschenverachtende Äußerungen und Haltungen, Ideologien aushalten, sich mit denen auseinandersetzen, die ignorieren oder was? Nein, ich rede jetzt vom Parteienkampf und dem Recht auf Opposition. Wenn Sie einzelne Leute haben, die Volksverhetzung betreiben, das ist ein Problem des Strafrechts und das richtet sich gegen Individuelle, gegen Einzelpersonen, nicht gegen eine Organisation. Man kann darüber diskutieren, ob Propagandadelikte wie Volksverhetzung, nehmen wir nur die Strafbarkeit des Leugnens des Holocaust, ist in vielen anderen Ländern
nicht verboten, in manchen anderen schon. Da kann man darüber diskutieren, wie weit die Meinungsfreiheit geht, aber die Volksverhetzung ist ein Straftatbestand, genauso sagen wir wie die Körperverletzung, und das bezieht sich auf Einzelpersonen, nicht auf Organisationen. Hm. Was glauben Sie, woher kommt denn der Reflex dieser Verbote? Es werden ja auch derzeit Versammlungen verboten oder besser gesagt nicht zugelassen, mit den Gründen, über die können wir gleich nochmal reden. Woher kommen denn diese Reflexe, Sachen zu verbieten? Also es gibt in Deutschland, und das bezieht sich auch auf die untergegangene DDR, so etwas wie einen Nachhang des autoritären Staates. Das ist sozusagen der Reflex, nicht die sogenannte Zivilgesellschaft selbsttätig die Sache regeln zu lassen durch offenen Diskurs, öffentliche Debatte, sondern eben den Staat zu rufen und zu sagen, darf der das eigentlich sagen? Also statt mit irgendeinem Andersdenkenden sozusagen in die Diskussion einzutreten, gibt es diesen Reflex, gleich zu fragen, dürfen die das eigentlich? Ja, ja. Und das ist sozusagen eine Verwechslung. Nicht jede politische Provokation kann irgendwie vom Staat unterdrückt werden. Das ist vollkommen abwegig. Politische Provokationen, die man sich wechselseitig zumutet, die müssen in einer öffentlichen Debatte ausgetragen werden. Das ist anstrengend und richtig Arbeit. Natürlich, aber es ist auch so, ich würde dafür werben, dass man so etwas wie Fair Play, also an dem Wort hört man schon, dass das nicht in Deutschland erfunden wurde, dass man auf die demokratischen Spielregeln reflektiert, dass wenn man wirklich Inklusion sagt, dass man das auch auf den politischen Gegner bezieht, solange der friedlich bleibt natürlich, das ist ganz wichtig, und dass man einfach bereit ist, die Freiheit und damit auch ein Stück weit das Betriebsrisiko der Demokratie auszuhalten. Betriebsrisiko heißt, das Ding ist nicht für alle Zeit in Stein gemeißelt, das muss sich immer wieder erkämpft werden und ist nicht einfach so da. Ja, ganz sicher. Das Grundgesetz, der eine bürgerlich-liberale Verfassung gibt, den Rahmen des politischen Kampfes sozusagen. Dass dort etwas schiefgehen kann, das haben wir nun 1933 gesehen. Es ging fatal schief und die Folgen sind schrecklich gewesen. Aber es gibt sozusagen, Horst Ehmke, ein sozialdemokratischer Staatsrechtler, hat mal gesagt, Verfassungen sind keine politischen Lebensversicherungen. Und das ist etwas, was man auch in Deutschland noch besser lernen muss. Ich darf kurz erwähnen, was war denn 1945? Es gab keine Selbstbefreiung. Es gibt zwar die DDR, den DDR-Mythos von Buchenwald, aber ich meine, ohne die alliierten Armeen, die Rote Armee, die amerikanische Armee und so weiter, wäre Deutschland nicht vom Nationalsozialismus befreit worden. Und sozusagen, es ist ein bis heute nachwirkender, fundamentaler Unterschied, ob sich ein Volk die Freiheit selbst erkämpft hat oder ob es sie geschenkt und aufgezwungen bekommen hat. Das hat Nachwirkungen bis heute. Hm. Nun können wir gerade, wenn man es mal aktuell macht, sehen, dass in Leipzig an diesem Montag der polizeiliche Notstand ausgerufen worden ist, um das übertrieben zu sagen. Das heißt, die Legida-Demonstrationen sind nicht zugelassen worden, weil, also Argument ist, polizeilicher Notstand, die Sicherheit kann nicht gewährleistet werden. Ist das elegant? Also das hört sich relativ stümperhaft an. Der polizeiliche Notstand ist ja sozusagen ein Offenbarungseid der Polizei. Wir sehen keine Möglichkeit der Lage, mit unseren Mitteln Herr zu werden. Das kann eine sehr seltene Ausnahme sein, muss aber ganz konkret dargelegt werden. Und solange, sagen wir mal, die sächsische Polizei keine Probleme hat, die Bundesligaspiele zu begleiten, die ja mit erheblichem Aufwand sicherheitsmäßig betreut werden, in Anführungszeichen, solange sehe ich nicht, dass die sächsische Polizei einen Notstand hat, zumal also ja jederzeit in der Lage ist, die Polizei in anderer Länder anzufordern. Also das ist, finden Sie keine gute Idee, dass man diese Legida-Demonstrationen nicht zulässt? Nein, das ist ja auch so, dieses Nicht-Zulassen, dazu muss ich mal sagen, in Artikel 8 steht, dass alle das Recht haben, sich friedlich und ohne Waffen unter freiem Himmel zu versammeln. Und dieses Demonstrationsrecht ist nicht etwa genehmigungspflichtig, sondern, das denken viele Leute, sie müssen Demonstrationen anmelden, es sei denn, sie machen eine Spontandemonstration, da müssen sie noch nicht mal eine Anmeldung zur Polizei schicken. Das ist der große Irrtum, dass Demonstrationen verboten werden können. Sie können nur unter Auflagen gestellt werden und damit eingeschränkt. Ja, na, sie können auch verboten werden, wenn strafbare Handlungen begangen werden und so weiter. Da sind sie meinetwegen bei Volksverhetzung oder drohender Körperverletzung, Landfriedensbruch und so weiter heißen dann die Paragraphen. Aber eine Demonstration ist nicht genehmigungspflichtig. Die Polizei hat die Pflicht in der Demokratie, sich, wie es im Brockdorf-Urteil von 1985 heißt, versammlungsfreundlich zu verhalten. Das heißt, sie hat
die erste angemeldete Demo zu schützen, und sie hat natürlich auch die Gegendemonstranten zu schützen. Sie hat dafür zu sorgen, dass die öffentliche Unruhe, wenn Sie so wollen, in zivilen Bahnen in einer Stadt vonstatten geht, und da wird auch mal der Berufsverkehr meinetwegen gestört. Ich darf mal kurz zitieren, im Borgdorf-Urteil heißt es, also man hatte da flächendeckend Demonstrationen gegen Atomkraftwerke verboten. Da sagt das Gericht, das Recht, sich ungehindert mit anderen zu versammeln, galt seit jeher als Zeichen der Freiheit und der Unabhängigkeit des selbstbewussten Bürgers. Ja, das ist ein, also wirklich ein basisdemokratisches Grundrecht. Wir haben ja viele vermittelnde Mechanismen über die Parteien, über das Parlament. Aber sozusagen das unmittelbare Recht des Bürgers, auf die Straße zu gehen und seinen Protest zu zeigen, das ist urdemokratisch. Und das bedarf wirklich des hohen Schutzes auch durch die Polizei. In England soll es jetzt ganz anders zugehen. Da soll man ja dann Demonstrationen tatsächlich nur machen können, wenn man auch eine Security hat. Da geht es in eine ganz andere Richtung. Da wird die Versammlungsfreiheit extrem eingeschränkt. Ich habe davon am Rande gehört, ohne darüber jetzt genau Bescheid zu wissen. Ich habe gehört, es gibt Bestrebungen, auch durchaus von Kommunalpolitikern der Labour-Partei, Versammlungen nur noch zu erlauben, wenn gewisse, Gelder hinterlegt werden, ja. Weil Schäden sind zu befürchten und so weiter. Außerdem sagen die Leute, wir können die Polizeieinsätze überhaupt nicht mehr bezahlen. Da gibt es ja die English Defence League, also die Rechten und Rassisten in England, die dort aufmarschieren und natürlich auch mit Gegendemonstranten zu rechnen haben. Aber das sind Sachen, die noch nicht durch das englische Rechtssystem gegangen sind. Da haben die Gerichte, soweit ich das weiß, noch keine Urteile gesprochen. Also das ist auch ein abwegiger Ansatz. Das heißt ja, man will den öffentlichen Protest wegdrängen, statt ihn sozusagen, wie es sich gehört, zu kanalisieren und also sozusagen zu ordnen, wenn Sie so wollen. Das heißt, also in der Summe, Demokratie ist anstrengend, man muss sich damit auseinandersetzen. Wir haben es irgendwie nicht, es ist keine Lebensversicherung, wie Sie sagen, und das ist richtig Arbeit und Diskurs. Ja, natürlich. Ich meine, als ich 1970, in den 70er Jahren zum ersten Mal als Demonstrant auf die Straße gegangen bin, war in Westdeutschland, hat die Polizei uns ganz klar das Gefühl vermittelt, was wollt ihr Radau-Brüder überhaupt hier? Ihr nervt und wir werden euch abräumen. Mittlerweile, ich habe mit Polizeileuten diskutiert, auch mit führenden Polizeileuten, die sehen mittlerweile sozusagen ihr Berufsethos darin, zu sagen, wir sind eine Polizei in der Demokratie, und dazu gehört auch diese öffentliche Unruhe von Protesten. Und wir als Polizei sorgen dafür, dass das alles friedlich läuft. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, das irgendwie über Tricksereien und so weiter zu behindern oder zu sabotieren. Sagt Horst Meier, Ihr neues Buch oder Ihr Lesebuch erscheint im März, Verbot der NPD, ein deutsches Staatstheater in zwei Akten, Analysen und Kritik. Wer wird denn da alles schreiben? Wen werden wir da lesen können? Naja, ich bin ja schon seit etlichen Jahren mit dem Thema befasst. Es gibt einen Reprint von Aufsätzen, die ich geschrieben habe seit 2001 zum ersten Verfahren. Das ist der erste Akt dieses Staatstheaters. Dann habe ich eine ausführliche Analyse des neuen Verbotsantrags geschrieben, der gar nicht neu ist, sondern der das Altbekannte vorbringt. 300 Zitate im Wesentlichen und kaum Straftaten. Das ist eben das Hauptproblem. Dann gibt es Gastbeiträge. Enzensberger, ich habe ein Gespräch geführt mit Bernhard Schlink und noch viele andere kluge Leute, glaube ich, da versammelt zu haben. Es ist ein Lesebuch zum Stöbern und Schmökern, es ist nicht eine gelehrte Abhandlung, es ist eine politische Intervention, sagen wir auch eine Einladung sozusagen, das Recht auf Opposition in Deutschland ernst zu nehmen. Und ich kann nur empfehlen, das Interview mit Bernhard Schlink durfte ich schon lesen, sehr interessant, sehr kurzweilig. Ich freue mich auf das Buch und wünsche Ihnen noch alles Gute beim Schreiben, oder ich nehme an, Sie sind durch schon. Ja, das ist durch, das Buch ist in der Druckerei, es wird im März erscheinen. Dann werden wir uns spätestens Ende März nochmal hören und über das Buch sprechen. Ich bedanke mich bei dem Verfassungsrechtler, Autor und freien Journalisten Horst Meier. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, gerne, Ihnen auch. Tschüss.